Wie läuft eigentlich so ein Bußgeldverfahren oder Verkehrsstrafverfahren ab? Und kannst du eigentlich damit rechnen, dass man deine Argumente genauso gewichtet wie die Argumente der Gegenseite, was ja in diesem Fall die Bußgeldbehörde oder die Staatsanwaltschaft ist? Also jetzt nehmen wir mal an, du hast einen Rotlichtverstoß begangen, beziehungsweise dir wird ein Rotlichtverstoß vorgeworfen. Wie läuft das Ganze ab? In der Regel handelt es sich ja um automatisierte Messsysteme. Das heißt, wir haben hier keine Person, Polizist, der dich anhält oder kein Zeugen, der dich jetzt konkret gesehen hat, sondern wir haben ein Foto, ein Messfoto. Jetzt bekommst du erstmal eine Anhörung, wenn du der Halter des Fahrzeugs bist und sollst angeben, wer das Fahrzeug gefahren hat. Denn das ist immer der wichtigste Punkt. Wir haben in Bußgeldverfahren das Täterprinzip und nicht die Halterverantwortlichkeit. Das heißt, als erstes muss es der Bußgeldstelle gelingen, den tatsächlich verantwortlichen Fahrer ausfindig zu machen. Nur der Fahrer kann belangt werden, nicht der Halter. Der Halter wird aber angeschrieben. So, jetzt stellt sich ja schon mal deine erste Frage: Soll ich da antworten oder soll ich vielleicht mich anders verhalten? Da kommt schon der erste Gedanke ins Spiel, wo vielleicht der Rat eines Anwaltes nicht schlecht wäre. Denn was du möglicherweise schon mal nicht weißt, es gibt kurze Verjährungsfristen in Bußgeldsachen und die betragen nur 3 Monate, bis die Bußgeldstelle überhaupt Zeit, die Bußgeldstelle überhaupt Zeit hat, um einen Fahrer als Täter zu ermitteln. Du musst denen das Leben nicht leicht machen, indem du freiwillig erzählst, wer der Fahrer war. Dann stellen sich natürlich wieder andere Fragen. Wenn ich das nicht mache, droht mir dann ein Fahrtenbuch? Ist das Fahrtenbuch schlimm? War das ein Privatfahrzeug, ein Firmenfahrzeug, woraus sich dann wieder andere Strategien ergeben? Also wenn es sich zum Beispiel um Firmenfahrzeuge handelt, dann ist es ja verständlicherweise so, dass du als Angestellter deinem Arbeitgeber nicht der Gefahr eines Fahrtenbuches aussetzen möchtest. Und wenn der dir jetzt diese Anhörung gegeben hat und sagt, antworte mal darauf, dann bleibt dir möglicherweise nur die Wahl zuzugeben, dass du der Fahrer bist. Ich rate dann zum Beispiel in solchen Fällen nur zu schreiben, das Fahrzeug steht mir zur beruflichen und privaten Nutzung zur Verfügung. Damit hast du deine Mitwirkungspflicht erfüllt, aber nicht gesagt, dass du auch konkret gefahren bist. Das heißt, du behältst dir die Chance, dass man dir diese Fahrt letztlich nicht nachweisen kann. Jetzt haben wir natürlich das Foto, aber nicht alle Blitzerfotos sind qualitativ so gut, dass sie geeignet sind, auch tatsächlich den Fahrer zu identifizieren. Da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, die Bußgeldstellen oder Gerichte haben, zum Beispiel ein anthropologisches Sachverständigengutachten einzuholen. Aber wann wird das gemacht? Wie ist das Foto zu bewerten? Auch hier ist der Rat eines Anwaltes, der sich somit sowas auskennt, natürlich schon mal nicht zu unterschätzen. Wenn jetzt das Foto beispielsweise schlecht ist, dann stellt sich die Frage, ist es sinnvoll, eine ähnlich aussehende Person ins Spiel zu bringen oder einen Verwandten, der als Fahrer in Frage kommt? Wann ist in diesem Verhältnis zu dieser dritten Person bereits die Verjährung eingetreten, dass dieser kein Risiko mehr eingeht, dann selber bestraft zu werden? Dann gibt es natürlich das Argument der Akteneinsicht. Der Anwalt bekommt in der Regel schon ziemlich schnell durch die Bußgeldstelle die Akteneinsicht und er kann auch weitere Beweismittel anfordern, die nach seinem Ermessen zur vollständigen Aufklärung dieses Sachverhaltes erforderlich sind. Das können zum Beispiel sein, bei einem Messgerät neben dem Eichschein der Beschulungsbescheinigung für das Messpersonal auch die Rohmessdaten, also die digitalen Daten, aufgrund derer diese Messung dann eben zustande kam. Das kann sein Konformitätsbescheinigung für das Messgerät, das kann sein Beschilderungsplan der Umgebung, Bilder der anderen gemessenen, am Tattag gemessenen Fahrzeuge, um hier etwaige Abweichungen zu deiner Messung feststellen zu können. Also da gibt es sehr viele Optionen, was man sich hier alles noch anschauen könnte, um die Ordnungsgemäßheit dieser Messung tatsächlich überprüfen zu können. Und hier ergeben sich dann auch wieder verfahrensrechtliche Möglichkeiten. Wenn zum Beispiel dieses Akteneinsichtsrecht seitens der Bußgeldstelle nicht umfassend gewährt wird und der Anwalt das auch ordnungsgemäß rügt und richtig rügt, können sich später wieder Möglichkeiten ergeben, einer Rückverweisung dieses Verfahrens durch das Gericht an die Bußgeldstelle oder auch, dass man später wegen Verletzung rechtlichen Gehörs mit
Erfolg ein Urteil oder eine Entscheidung des Gerichtes angreifen kann. Also du siehst schon, das alles sind Punkte, wo man als juristischer Laie nicht unbedingt gut beraten ist, sich alleine vertreten zu lassen. Und jetzt kommen wir mal zu der Situation, dass man vor Gericht steht. Also dass tatsächlich jetzt ein Hauptverhandlungstermin anberaumt wird. Das ist ja dann meistens mehrere Monate nach dem Vorfall. Und du gehst jetzt in diese Gerichtsverhandlung und du bist voller Inbrunst davon überzeugt, die können mir das doch nicht nachweisen. Ich habe doch die Ampel nicht bei Rot überfahren. Ich werde es schon schaffen, hier das Gericht zu überzeugen, dass ich nicht schuld bin. Oder beim Handyverstoß, auch so ein Klassiker. Wie sollen die mir denn beweisen, dass ich das Handy benutzt habe? Das steht doch hier Aussage gegen Aussage. Es sind hier zwei Polizisten und dann ist hier meine Aussage und ich sage was ganz anderes. Also werde ich doch logischerweise freigesprochen. Ja, und auch da kannst du dann eine böse Überraschung erleben. Denn bei Gericht, da ist entscheidend, was der Richter denkt. Also wie der Richter Beweislage einschätzt. Erstmal ist es die Pflicht des Gerichtes, den Sachverhalt aufzuklären und dann auf Grundlage dieser durch diese Beweisführung gewonnenen Erkenntnisse hat der Richter sich ein Urteil zu bilden und er ist dabei in seiner Urteilsbildung frei. Das heißt, du hast keine Gewähr dafür, dass er sagt, ich glaube deiner Einlassung mehr als die der Polizeibeamten. Und wenn die zum Beispiel sich sagen, wir waren uns sicher, dass das ein Handy war und wir übernehmen auch die Verantwortung dafür, dass wir damals in das Protokoll reingeschrieben haben, auch richtig war, nämlich dass wir hier eine Person gesehen haben, die ein Handy in der Hand hatte und auch gesprochen hat, dann reicht es den meisten Richtern aus und die Polizei hat dann einfach einen Glaubwürdigkeitsvorteil und dann ist es nicht ratsam, da zum Beispiel bei Gericht dann bockig zu sein oder den Richter anzugreifen oder irgendwelchen irrationalen Argumenten zu kommen, wenn du überhaupt noch etwas erreichen möchtest, zum Beispiel eine Reduktion der Geldbuße auf 55 Euro, wo es dann nicht mehr zu einem Punkteeintrag kommt. Oder jetzt nehmen wir mal an, hier den Rotlichtverstoß, da kann es zum Beispiel um die Frage gehen, bist du wirklich in den geschützten Bereich der Kreuzung hineingefahren oder hast du zwar die Haltelinie überquert, aber noch nicht diesen geschützten Bereich erreicht, sodass ein Rotlichtverstoß gar nicht in Frage kommt. Oder wir reden jetzt über die Frage Fahrverbot, ja oder nein. Sind hier Ausnahmegründe gegeben? Wenn du jetzt dem Gericht einfach erzählst, ja, ich brauche den Führerschein beruflich, erhöhen Sie mal bitte die Geldbuße und dafür verhängen Sie das Fahrverbot nicht, dann werden die meisten Richter oder Richterinnen auch sagen, Moment mal, ist ja alles schön und gut, aber wo sind hier die Belege? Wo ist die Arbeitgeberbescheinigung? Wieso kann sie denn das Fahrverbot nicht während ihres Urlaubs antreten? Und diese ganzen Argumentationen, die dann auch wirklich rechtssicher sind, dazu ist eben die Kenntnis der obergerichtlichen Rechtsprechung erforderlich, damit man hier eine saubere Argumentation bei Gerichtern, die auch erfolgversprechend ist, überhaupt anbringen kann. Und auch hier ist das wieder ein ganz klarer Vorteil, wenn man einen Verteidiger hat, der sich auskennt und der hier die Vertretung übernimmt. Und da sind wir dann bei einem anderen Punkt. Wenn du in Bußgeldverfahren oder auch in Strafbefehlsverfahren einen Anwalt hast, der entsprechend bevollmächtigt ist, dann kann er erwirken, dass das Gericht dich von der Pflicht, dort persönlich zu erscheinen, befreit. Was ganz angenehm sein kann, wenn man beruflich sehr eingespannt ist oder wenn es sich um Gerichtsorte handelt, die weit entfernt von deinem Wohnort sind. Denn wir haben ja hier das Tatortprinzip, das heißt, das Gericht ist zuständig, wo der Verkehrsverstoß begangen wurde. Und das kann ja auch mal sehr weit weg sein. Da ist es schon ganz gut, wenn du dann durch die anwaltliche Vertretung von deiner Erscheinungspflicht befreit bist. Es kann auch sehr gut sein, wenn du beispielsweise eine sehr temperamentvolle Person bist, die vielleicht die Zunge bei Gericht nicht richtig hüten kann oder dann vielleicht unbedachte Dinge äußert. Oder wenn du ein Gerechtigkeitsfanatiker bist und dich damit nicht abfinden kannst, wenn eine deiner Meinung nach ungerechte Abwägung des Gerichtes erfolgt. Denn als Anwalt weiß man natürlich, Recht und Gerechtigkeit sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und es geht nicht immer um das Finden der Gerechtigkeit, sondern es geht immer darum, die für dich in der Situation maximal mögliche und beste Lösung zu finden. Und da kann es dann schon ganz gut sein, auch vielleicht für deine Nerven, wenn du das dem Anwalt überlässt. Aber ich, auf der anderen Seite, ich weiß auch, es sind nicht alle Anwälte vor Gericht gut, sicherlich auch nicht alle Anwälte kampfbereit und auch nicht alle Anwälte gut vorbereitet. Da trennt sich dann natürlich auch immer die Spreu vom Weizen. Den guten Anwalt erkennst du daran, dass er dir ganz klar sagt, wie die Erfolgsaussichten sind, welche Möglichkeiten realistisch
möglich sind bei Gericht, ja, bei dem konkreten Gericht vielleicht auch. Und in deinem konkreten Fall nach Auswertung der gesamten Akte und der gesamten Sach- und Rechtslage. Und da gilt es nicht darum, dir irgendwie Honig ums Maul zu schmieren und dir zum Beispiel irgendwas vorzuspielen von hervorragenden Erfolgsaussichten und so weiter, sondern du hast eine realistische Einschätzung verdient. Ja? Und das ist das, was der Anwalt dir eben dann auch geben sollte, der sich mit deinem Fall professionell befasst. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Jetzt so ein Fall zum Beispiel wie Unfallflucht. Ja? So, du wirst beschuldigt, dass du ein anderes Fahrzeug touchiert haben sollst. Du hast selbst aber nichts davon bemerkt. Wenn du jetzt denkst, die Staatsanwaltschaft findet deine Argumentation ja nachvollziehbar oder ist irgendwie daran interessiert, deinen Ausführungen zu folgen, dass du es nicht bemerkt hast, dann kannst du dich auch sehr schnell täuschen. Denn die Staatsanwaltschaft ist eher auf der Seite des Geschädigten und versucht eher tendenziell belastende Faktoren zu finden und gegen dich ins Feld zu führen als entlastende Faktoren. Das heißt, auch hier ist es sehr sinnvoll, frühzeitig einen Anwalt, einen Strafverteidiger zu konsultieren, denn der hat die Möglichkeit, zunächst einmal Akteneinsicht zu bekommen und erst dann, wenn er die Akte ausgewertet hat, gegenüber der Staatsanwaltschaft die dich entlastende Momente, also die Faktoren, die dafür sprechen, dass die Tat nicht mit hinreichender Sicherheit nachweisbar ist, herauszuarbeiten und in den Vordergrund zu stellen und eine Lösung mit der Staatsanwaltschaft zu finden, die möglichst eine Anklage oder den Erlass eines Strafbefehls vermeidet. Denn manchmal ist es besser, man akzeptiert zum Beispiel eine Geldauflage und eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage, als dass man sich jetzt darauf einlässt, auf Teufel komm raus in einer Gerichtsverhandlung aufs Ganze zu gehen und auf Freispruch zu setzen. Ja, 90% der Gerichtsverhandlungen enden nicht mit einem Freispruch. Das heißt, wenn du angeklagt bist, dann kannst du schon mal mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass es auch zu einer Verurteilung kommt. Natürlich gelingt es guten Anwälten weniger als 90% hier zur Verurteilung zu kommen. Und man hat hier auch noch Chancen, aber auch hier ist wieder die realistische Einschätzung entscheidend. Ja. Es gilt hier auch nicht immer dieser Irrglaube in dubio pro reo. Also wenn ich sage, das ist so gewesen, dann hat der Richter das zu berücksichtigen, sondern der Richter kann sagen, nein, bevor ich überhaupt dieses in dubio pro reo Prinzip anwende, muss ich ja erstmal davon überzeugt sein, dass sich der Sachverhalt überhaupt so und nicht anders zugetragen hat. Und er kann sagen, ja, ich glaube dir weniger als dem anderen. Und dann ist nichts mit in dubio pro reo, weil die andere Aussage eben für mich als Richter plausibler wirkt. Und auch in diesen Fällen geht es eben darum, möglichst mit der Staatsanwaltschaft schon zu einem Kompromiss zu kommen, dass es erst gar nicht zur Anklage und zum Strafbefehl und zu Führerscheinmaßnahmen kommt. Und jetzt auch in den Fällen, wo man auch dann sagen muss, die Sache ist so eindeutig, also du stehst als Fahrer fest, ein Gutachten beispielsweise hat ergeben, dass du diesen Anstoß bei der Unfallflucht zum Beispiel bemerkt haben musst oder es war definitiv eine Trunkenheitsfahrt, du hast das Fahrzeug geführt, es gibt keinen Nachtrunk oder Nachtrunkbehauptung ist ausgeschlossen. Dann geht es natürlich darum, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und mit diesen Erfolgsaussichten dann dem Gericht gegenüberzutreten und vielleicht auch schon die richtigen Maßnahmen getroffen zu haben, beispielsweise proaktiv verkehrstherapeutische Schulungen besucht zu haben, die das Gericht dazu bringen können, eben doch nicht die ganz harte Tour zu fahren, dir vielleicht doch nicht die Fahrerlaubnis zu entziehen oder eben doch nur ein kürzeres Fahrverbot zu verhängen. Auch das kann ein Anwalt, der sich mit solchen Fällen tagtäglich befasst, sehr gut einschätzen und möglicherweise auch besser einschätzen als du. Und deshalb ist es sinnvoll, sich von Anfang an und möglichst frühzeitig anwaltlich verteidigen zu lassen, und zwar von einem Anwalt, der etwas von der Materie versteht. Es gibt so viele Rechtsgebiete, da kannst du dir schon denken, dass nicht jeder Anwalt von allen Rechtsgebieten Ahnung haben kann. Also ich würde zum Beispiel selber keinem Anwalt vertrauen, der mir sagt, ich kenne mich in allen Rechtsgebieten aus.
Das ist schon einfach gar nicht möglich, sich in mehr als 2, 3 Rechtsgebieten hundertprozentig auszukennen. Und deswegen würde ich dir sogar raten, immer zu einem Spezialisten zu gehen. Schau, ob dieser Anwalt tatsächlich sich ganz überwiegend schwerpunktmäßig mit dieser Materie befasst, die mit deinem Fall zu tun hat. Ja, was denkst du darüber? Ist es gut, und frühzeitig zum Anwalt zu gehen? Was hast du vielleicht selber für Erfahrungen gemacht mit Anwälten, die dich in Verkehrsstraf- oder Bußgeldsachen vertreten haben? Ich würde mich freuen, wenn du in den Kommentaren hier was dazu hinterlässt. Und allgemein, wenn dir der Kanal gefällt, dann lass gerne ein Like hier oder abonniere.